Im nächsten Fall gibt es familiäre Verstrickungen, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint. Doch die Beamten Hanna Held und Jan Yildiz werden die Zusammenhänge aufklären. 15:20 für Egon. 15:20 hört. Vater in Plantanenweg 7. Da ist ein Einbruch, der geht gerade vonstatten. Da sind auch noch zwei Täter vor Ort. Die Melderin, die Besitzerin, Frau Walz, ist auch da und wartet auf euch. Ja, immer mit. Einbruch gegenwärtig. Wir fahren mit verdeckter Anfahrt. Verdeckte Anfahrt bedeutet, dass die Beamten ohne Sirene zum Tatort fahren. Die Täter wissen mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht, dass sie von der Hausbesitzerin bemerkt wurden. So sind sie für die Polizeibeamten leichter zu fassen. War an der Haustür, hab Stimmen gehört und deswegen bin ich draußen geblieben. Stimmen, also ein oder zwei? Zwei. Also sind noch definitiv Menschen vor Ort. Ja, die sind noch, auf jeden Fall. Gut, dann machen wir das einmal bitte so. Bleiben Sie dann einmal ganz kurz hier draußen stehen. Ja. Meine Kollegin und ich gehen dann ganz kurz mal rein, um uns zu vergewissern, dass da wirklich niemand mehr ist oder ob da jemand noch drin ist. Gut, dann einmal bitte ganz kurz draußen bleiben. Und so lange draußen bleiben, bis wir Entwarnung geben, bitte. Die Beamten wissen nicht, ob die Täter bewaffnet sind und müssen extrem vorsichtig agieren. Hallo, die Polizei. Die Polizei. Hallo. Also es ist nicht so, dass wir so einen, so einen Vandalismus, würde ich es eher bezeichnen, noch nicht gesehen haben. Aber das war auf alle Fälle schon sehr verwüstet alles. Aber für uns war es so, als wenn es mehr ein Vandalismus ist als ein wirklicher Diebstahl oder Einbruch. Gut. Das ist mehr so eine Verwüstung. Hm? Ja, deswegen lass mal kurz hochgucken. Hallo, die Polizei. Jan, ich habe was gehört. Hallo, Polizei! Polizei! Jan! Stehen bleiben! Oder einmal kurz auf dem Boden, bitte. Jetzt macht doch etwas weg. Auf dem Boden, Hände auf dem Rücken. Ich bin dran. Wer sind Sie? Pascal. Pascal. Und Sie sind hier nicht alleine. Sie sind nicht alleine. Wir haben zwei Stimmen gehört. Wo ist der andere? Als wir dann in den ersten Stock gegangen sind, hat Hanna dann auch relativ stark und sehr schnell signalisiert, dass da noch jemand ist. Dieser hat uns dann gesehen und hat versucht zu flüchten. Ist nicht so glücklich gelaufen für ihn. Wir sind direkt hinterher, haben ihn zu Boden gesprochen, direkt festgenommen. Soll ich ihn runterbringen? Dann bleibst du mal kurz. Ja, es ist ja... Gut, einmal umdrehen. Sie können sich einmal kurz umdrehen. So, einmal die Knie zusammen, nur die Knie zusammen und mit dem Rücken hoch. Jan Yildiz will den Täter schnell zum Streifenwagen bringen und dann zurück ins Haus kommen. Seine Kollegin soll möglichst nicht alleine auf den zweiten Täter treffen. Einmal ganz kurz hier, bitte zum Wagen. Ah, das ist Ihr Mann? Gehört dazu? Okay. Einen Moment, gehen Sie dann mal ganz kurz zu Ihrer Frau. Kommen Sie einmal ganz kurz. Das ist doch Pascal. Was ist los? Bleiben Sie da stehen! Hallo! Stehen bleiben! Ja, stehen bleiben! Bleiben stehen! Und einmal kurz zu der Kollegin zurück. Abraum bringt hier nicht. Hier hin. Zurück! Während mein Kollege den Beschuldigten, den wir festgenommen haben, schon zum Wagen gebracht hat, bin ich das Haus noch mal abgelaufen und habe dann beim Runtergehen im Augenwinkel noch gesehen, dass einer übers Küchenfenster flüchten wollte. Und ich habe dann auch meinen Kollegen noch mal gerufen und der hat das Pech gehabt, dass er auch nicht so ohne weiteres von dieser Garage springen konnte. Dementsprechend hat er sich selbst in die Falle gebracht. Sehr gut. Sie kennen die? Sie haben gerade den Namen genannt, Sie kennen ihn? Ja, das sind Schüler von meiner Schule. Ich bin mit dem Hausmeister hier an der Schule um die Ecke. Das sind ehemalige Schüler von mir. Okay. Die sind bei uns von der Schule geflogen. Ich habe sie beim Dealen auf der Toilette mit Drogen erwischt. Und hatte okay, und daraufhin sind sie dann von der Schule geflogen. Die Namen haben sie, oder? Ja, das ist der Jan. Oben, das war der Jan, das ist der Pascal. Okay. Hast du denn Ausweisdokumente mit? Nein. Gut, dann einmal umdrehen. Kurz zum Wagen. Ich werde jetzt einmal kurz durchsuchen. Irgendwelche Gegenstände, die mir gefährlich werden könnten? Nein. Gut. Die beiden Jugendlichen scheinen sich das Haus nicht zufällig für ihre Randale ausgesucht zu haben. Die Beamten vermuten, dass sie sich an dem Hausmeister rächen wollten. Herr Walz, Sie hatten mir gerade mitgeteilt, dass die jungen Herren von der Schule geflogen sind. Warum nochmal?
Ich habe sie erwischt beim Dealen auf der Schultoilette mit Drogen. Mit Drogen? Mit Drogen. Als wir vor dem Haus dann alle zusammen versammelt waren, haben wir noch mal einen kurzen kleinen Dialog geführt. Herr Walz hat uns dann mitgeteilt, dass er die beiden Jungen von der Schule kennt. Er ist nämlich Hausmeister an einer Schule. Und er weiß auch, dass die beiden von der Schule geschmissen wurden, da sie mit BTM gedealt haben. Mach's mal dann gleich Person F am besten. Ja, okay. Gut, dann machen wir das so. Setz dich mal kurz bitte rein. Durch die Personenabfrage wollen die Beamten herausfinden, ob die Jugendlichen wegen des Handels mit Betäubungsmitteln auch schon bei der Polizei bekannt sind. BTM sind auch beide zusammen auffällig geworden. Ja, verstanden. Die Person F-Abfrage über Egon hat Herrn Walz Aussage bestätigt, dass diese beiden Täter hier vor Ort mehrfach wegen BTM aufgefallen sind. Gut, Jungs. Wollt ihr irgendwas sagen, was ihr hier vorhattet? Nee. Nein? Verstehe noch. Okay, und eine Frage habe ich trotzdem noch. Warum guckt ihr euch die ganze Zeit das blaue Auto an? Was ist denn da drin? Seid ihr mit dem Wagen gekommen? Nee? Lass mal kurz bitte gucken. Du, da sitzt der... Sitzt da jemand drin? Jan, Vorsicht, ja. Die beiden Beschuldigten haben ja die ganze Zeit nicht viel gesprochen, aber den Jan, meinen Kollegen, denen ist aufgefallen, dass die immer wieder zum Fahrzeug geguckt haben, was uns gegenüber stand. Und er hat mich dann darauf hingewiesen und ich habe dann auch jemand gesehen, der sich darin abgeduckt hat. Und ja, das erschließt sich dann, dass die vielleicht zusammengehören. So, okay, okay, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, bleiben stehen. Aus, Wagen aus. Bleiben stehen. So, gehst du ran, gehst du ran. Und so. Aussteigen und die Hände gleich hier oben lassen. Hier die Hände hoch, oben lassen, die Hände. Oben lassen, umdrehen, alles klar. Das wäre doch zu doof für alles. Beine auseinander. Und was machen Sie hier im Wagen? Gut. Nix. Nix? Gar nichts. Okay. Idioten, Alter. Kennen Sie den auch? Den kenne ich, ja. Das ist der Jeremy. Das ist der Bruder von dem. Seid ihr? Der war auch bei uns auf der Schule. Da auch dieser Jugendliche der Polizei schon bekannt ist, durchsuchen die Beamten vorsorglich seinen Kleinwagen. Wir haben gerade noch mal über die Leitstelle angefunkt, eine Person F gemacht und ist dabei rausgekommen, dass der Jeremy hier schon im Knast saß wegen etlichen Drogendelikten im großen Stil. Und da, sage ich mal, sind wir auch ein bisschen fündig geworden. Also nichts zu finden? Gehört nicht mehr. Okay. Keine Ahnung, wo das hinkommt. Und deswegen haben wir dann uns gedacht, untersuchen wir noch mal kurz das Auto. Und handelsübliche. Genau. Und haben hier auch noch mehrere hunderte Euros. Also es ist handelsüblich, dass man sowas im Auto hat, ja. Das war meine Arbeit. Genau. Zu Ihrer Arbeit, die Sie im Bar ausgezahlt kriegen, klar. Als die Polizeibeamten Jeremy abführen, bemerkt Can Yildiz, dass dessen Bruder Pascal im Streifenwagen etwas sagen will. Ja, bitte. Ich soll was sagen. Gut, einmal kurz so bleiben. Worum geht's? Sag nichts. Also, Sie sind jetzt auch einmal ruhig, bitte. Danke. Zuerst einmal wollte ich mich zutiefst entschuldigen bei dem Herrn Hausmeister. Es tut mir wirklich schrecklich leid, was wir hier mit Ihrem Haus getan haben. Das geht nicht, guck dir das doch mal an. Aber es geht um meinen Bruder, den Jeremy, weil ich wollte nicht, dass es so weitergeht. Schauen Sie sich zum Beispiel meine Arme an, der zwingt praktisch mich und den Jan sowas zu machen. Schon seit der Zeit in der Schule, wir müssen Gras für den verkaufen. Pascal Krause packt aus. Sein Bruder hat ihn und seinen Kumpel angestiftet, das Haus des Hausmeisters aus Rache zu verwüsten. Doch auch wenn Pascal Reue zeigt, wird er eine Anzeige nicht mehr abwenden können. Ich finde es auch extrem löblich, dass du dich jetzt hier vor Ort noch mal bei Herrn Walz und bei Frau Holz entschuldigen möchtest. Aber ganz ehrlich, die Tat wurde jetzt schon gemacht. Egal in welcher Situation, das können wir dann später alles noch mal auf der Wache noch mal besprechen. Ja? Trotzdem müssen wir euch alle jetzt einmal mit auf die Wache nehmen. Ja? Das heißt, da führt jetzt erstmal kein Weg dran vorbei. Und wenn wir dann auf der Wache sind, dann kann man halt noch mal darüber sprechen, inwieweit ihr dann vielleicht sogar auch von eurem Bruder misshandelt oder dazu gezwungen wurde. Uns bietet sich jetzt hier vor Ort folgendes Bild. Jeremy Krause ist der Kopf der kleinen Bande. Zwingt seinen kleinen Bruder und seinen Freund für ihn zu dealen und hat sich jetzt auch herausgestellt, dass er sie hier gezwungen hat, als Racheakt bei Herrn Walz einzubrechen, da dieser sie verpetzt hat. Noch mal kurz reinsetzen. Das alles freiwillig gemacht. Alles freiwillig gemacht, genau. So. Na. Gut. Und der, was haben Sie für einen Eindruck von Ihnen in der Schule gehabt? Ein bisschen geknechtet und geknotet und spielte immer den großen Macker. Er war immer der König der Schule. Jeremy wird sich wegen Anstiftung zu einer Straftat verantworten müssen. Auch wenn er seinen Bruder und dessen Kumpel genötigt hat, müssen sie mit Anzeigen rechnen. Gegen Jeremy wird außerdem wegen der gefundenen Drogen ermittelt werden.